Jo Leute, was geht ab? Siehst du dich selbst? Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen gezockt. Ein bisschen was aufgenommen hier. Laptop ist am Start. Hier sieht man es noch. Ich muss sagen, muss richtig hier Props raushauen. Alter, Tim ist echt so, PES und FIFA ist ja echt nicht schlecht, Alter. Hätte ich echt schlecht eingeschätzt. Man hat mich hier schon gut zerstört, Alter. Wie viele Spiele hast du gewonnen? Von wie vielen? Ich glaube, ich habe 0 Spiele gewonnen. Von wie viel? 6 oder 7? Ja, das war schon übel, Alter. Hast du mir schon gut. Aber sowas wie PES habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Und das hat, Alter, ihr müsst mal sehen, was er für Stats da hat. Man, er ist schon richtig am Suchten, Alter. Denkt man gar nicht, Alter. Man kann also auch Gaming und Fitness und so unter einen Hut bekommen. Ja, das geht locker. Das geht locker. Ja. Ja, ich. Du hast gutes Essen gemacht, muss man noch hier Props raushauen. Hier, ich habe noch ein bisschen was hier. Ja, jetzt muss Marcel leider abhauen. Er nimmt jetzt den nächsten Zug nach Düsseldorf. Er ist ein bisschen müde. Du hast ja nur 1,5 Stunden geschlafen. Und auch Leute, so eine kleine Sache von mir an euch. Ich weiß nicht, viele Leute wundern sich immer irgendwie, wieso sie zu dieser Jahreszeit schlecht gelaunt sind oder beziehungsweise immer so ein bisschen so depressive Phasen haben. Gewöhnt euch dran, das ist völlig normal. Ihr werdet das jeden September und jeden Oktober mehr oder weniger hier in Deutschland erleben. Dass es euch einfach ein bisschen schlechter geht, dass ihr ein bisschen mehr Gedanken macht, das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Tage kürzer werden, der Winter anbricht. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von der Koffeinverträglichkeit von Marcel. Er hat hier einen Kickshot genommen und der hat schon in sich, das heißt, er hat einen ganzen getrunken, das sind 2 Portionen. Hier seht ihr meine kleine Zec Plus Wand da oben. Also der Marcel hat sich hier schon ordentlich gegeben, Kickdown, Energy Drink und noch einen Kickshot. Und wolltest du noch einen Kaffee haben? Also dem Jungen geht's echt scheiße, was das anbelangt. Wir müssen hier jetzt nur ein bisschen Vollgas geben. Vollgas, denn ja, das war jetzt gerade eine kleine spontane Entscheidung. Mhm. Aber ist auch gut für euch, denn dann... Hä, wieso trägst du deine Brille im Video? Ist ja scheiß drauf, Alter. Keep it real, oder was? Ja, Mann, keep it real. Das freut mich echt gut, Alter. Was ist das? Achso, Zwergfang. Mhm. Ja, Nico liebt die Teile. Also Nico, die haben das sogar... das ist jetzt kein Scheiß, ohne Witz. Die verkaufen das nur wegen Nico. Halt so ab. Weil Nico gesagt hat, er will diese Zwergfeigen haben, weil der sucht die Teile, der liebt die Dinger. Ja, ich mag die auch. Ich hatte erst so diesen harten, ne? Das ist voll weich auf einmal. Ja, mhm, weich. Ich nur trocken. Ich hatte erst mit so Nüsse. Aber es sind eher so Früchte. Nur Trockenfrüchte, ja. Ja, ich hab das in Montenegro, da haben wir auch so einen Feigenbaum bei meinem Opa. Da sind halt frisch. Frische Feigen sind auch geil, aber ja. Und wisst ihr, ja, wir sind ja kleine, gesunde Boys. Hier, meine Hut. Ich glaube, es kommt nicht gut, wenn die Leute sehen, ich tue hier irgendwie während dem Autofahren an einer roten Ampel anfangen, hier zu filmen. Ja, ich kann ein bisschen. Danke, Mann. Marcel verlässt uns, geht zurück nach Düsseldorf. Hier, das ist, by the way, eine der besten Schuhläden hier. Hier hole ich meine Schuhe. Okay. Ich habe halt das Glück einfach, dass bei mir alles zu fußläufig ist. Ja. Kannst du direkt Adresse raushauen, Alter? Hm? Kannst du fast direkt Adresse raushauen, habe ich gesagt. Nee. Die Gegend, in der ich wohne, ist die eine der dicht besiedelsten Gegenden in ganz Europa. Ach so, okay. Schon krass, muss ich mal überlegen. Echt krass. Mhm. Ich habe für Marcel gerade eigentlich meinen Führerschein aufs Spiel gesetzt, muss ich schon ehrlich sagen. Hier der Hauptbahnhof. Das ist schon schade. Was sagst du so als Außenstehender nicht? Du bist ja gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, verbunden mit dem Hauptbahnhof. Aber was sagst du denn? Findest du das schön, das Ding? Keine Ahnung, der Bahnhof an sich ist glaube ich nicht so schön, aber ich finde die Stadt halt übel schön. So. Ich freue mich. Stadt. Hier, für die Leute, die noch nicht so viel von Stuttgart gesehen haben, hier seht ihr jetzt ein bisschen was. Marcel muss abfatzen, mich hat es gefreut, dass er hier war. Es war fett und ja, schauen wir mal. Also schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. War echt korrekt, dich kennengelernt zu haben, Alter, so persönlich mal so richtig. Wir haben ein bisschen mehr Zeit zu zweit verbreitet. Aber nur Homo, ja, verbrannt. Verbrannt. Also wir müssen jetzt den Zug bekommen, wir sehen uns, Jungs. Macht's gut und checkt auf jeden Fall die FIFA und PES Videos ab, da gibt's dann eine kleine Überraschung.